Moin Moin, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. 2:1 in der 94. Minute zu gewinnen. Ja, das freut das Gemüt. Nicht nur der Trainer war im Anschluss zufrieden, die Spieler waren es auch und die Fans natürlich vor allem. Denn der HSV hat sich die Tabellenspitze zurückerobert. Parallel hat Bielefeld gegen Sandhausen zu Hause ein 1:1 nur fabriziert und dadurch den HSV wieder punktgleich ziehen lassen. Und das Torverhältnis spricht für den HSV. Insofern ist man wieder Tabellenführer. Ein Spiel, das sehr gut begann und das auch so unterhaltsam war, wie man es vorher vermutet hatte. Dresden versteckte sich hier nicht, versuchte tatsächlich mitzuspielen und der HSV übernahm in den ersten 3-4 Minuten gleich das Kommando, hatte zwei sehr gute Szenen, allerdings muss man sagen, war es das dann auch fürs Erste. Und der HSV, er kam erst zum Ende der ersten Halbzeit wieder ein wenig ins Spiel zurück, hatte in der Zwischenphase Dresden ein wenig das Feld überlassen, in Teilen zumindest, denn Dresden hatte zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten und eine dritte, die zu einer richtig guten Chance hätte werden können, wenn Kone seinem Mitspieler da den Ball nicht vom Fuß nimmt. Ich behaupte, dann hätte der sogar das 1:0 schon in der ersten Halbzeit für Dresden gemacht. Die Dresdner trafen dann natürlich erst in der zweiten Halbzeit. Allerdings mit dem ersten Torschuss der zweiten Halbzeit gingen sie in Führung und der HSV, er war ein wenig geschockt. Er brauchte ein paar Minuten, um wieder zurückzufinden, aber er kam zurück und das richtig gut. Er traf zum 1:1 war Sonny Kittel wieder erfolgreich. Tim Leibold heute mal wieder überragender Mann auf dem Platz mit 4 Assists bei 4 Toren. Ich komme gleich noch dazu, dass es am Ende 4 waren, obwohl nur 2 zählten. Aber Tim Leibold sah Sonny Kittel durchstarten. Der nahm den Ball direkt, schob ihn ein. Der Videoassist konnte kein Vergehen nachweisen. Insofern blieb es beim 1:1. Allerdings danach. Harnik, er traf 2 Minuten später. Abseits. Tim Leibold wieder der Vorlagengeber gewesen in der Situation. Das war er dann auch beim nächsten Treffer von Aaron Hunt. Allerdings auch hier war Abseits und diesmal war es auch tatsächlich richtig. Während es vorher bei Harnik noch eine Millimeterentscheidung war, ein halber Fuß soll es gewesen sein, der da im Abseits war. So war es dann beim zweiten Mal, wo der Videoassist hier entscheidend eingriff, war es dann tatsächlich deutlich, denn Tim Leibold, er stand im Abseits, bevor die Flanke abgab. Aber, und das war das Gute an dem ganzen Spiel, der HSV steckte nicht auf, im Gegenteil, er kam richtig auf, er machte Druck. Der Trainer sprach danach davon, dass man eine Wucht fabriziert habe, die am Ende dann zum Erfolg geführt hat und genau so war es dann auch. Man zwang das Ergebnis hier zum 2:1 und das kam dann in der 94. Minute, umjubelt natürlich David Kinsombi, gerade 10 Minuten im Spiel eingewechselt zuvor für, weiß gar nicht, für wen kam er eigentlich, keine Ahnung, ist auch scheißegal, auf jeden Fall David Kinsombi, er war es, der am Ende das Siegtor hier erzielen konnte, per Kopf nach einem Schuss von Tim Leibold natürlich, wer auch sonst, war hier wieder der Vorlagengeber Tim Leibold, er zog ab, der Torwart parierte noch, aber Kinsombi schob den Abpraller per Kopf ein zum 2:1, auch hier gab es wieder einen Videoassist, aber der konnte nichts finden, insofern es zählte. Im dritten Anlauf schaffte der HSV also den Siegtreffer. Insofern, aller guten Dinge sind 3 und der HSV ist wieder Tabellenführer. Freuen wir uns drüber. Es ist auf jeden Fall berechtigt, heute sich über dieses Spiel zu freuen, denn es war ein ordentliches Spiel vom HSV, das man am Ende verdient gewonnen hat. Insofern, alles Gute euch und ein schönes Wochenende.